Servus Leute, willkommen zurück zum FM17. Was geht ab, Freunde? Hier sind wir wieder nach der Schmach hier. Das, wo wir gegen Gladbach einmal verloren haben. Hier, das ist jetzt ein paar Minuten, zwei, drei her, dass wir da gegen Gladbach gespielt haben. Jetzt machen wir direkt weiter mit Köln. Ja, wir müssen die Zeit nutzen. Wir müssen hier weiter Druck machen. Das geht gar nicht. Und zwar haben wir noch in Ungnade. Also ich möchte wieder hier umstellen, dass ich hier Stefaniak wieder sehe. Nächstes Spiel bräuchte ich im Topform. So. Sprechen wir mit den Jungs hier. Da muss was passieren. Auch der Stürmer. Der muss auch mal im Topform spielen. Man kann es ja nicht immer sagen. Das ist richtig Sauri, habe ich gerade schon was gesagt. Vom Spielchen. Und Lennart Müller kommt dann auch wieder rein. Das ist alles so eine Sache. Da muss man mal ordentlich den Kopf wieder hinhalten, wurde mir gesagt. Aber naja, wir gucken mal. So. So, der muss das machen. Ich mach das, du machst das, wir machen das gemeinsam, ja? Gut, gucken wir uns das mal an hier. 14 Buden. War schon wieder ein Spielchen. Ja, gegen Chemnitz, wieder zwei Buden gemacht. Am 17. Also ist echt krass mit dem Jungen. Da kann man eigentlich, boah, da kann man eigentlich nur sagen, klasse, was du da machst. So, was macht der Olaf? Ja, haben auch wieder hier gespielt gegen Rummelange. Haben die gewonnen? Ja, auch das Spiel gewinnen sie wieder. Mein Gott, was habe ich denn da für Spiele abgegeben, dass das Team so eskaliert? Einfach krass, ne? Gut, gehen wir ins Spiel rein. Gegen Köln. Textmodus natürlich, wie gehabt. Und da muss was gehen. Geht gar nicht anders. Liebe Fußballfreunde, ich darf Sie jetzt bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Unsere Hymne! Ich mag Köln. Also ich mag Köln sehr gerne. Da würde ich mich auch gerne mal ins Stadion begeben. Möchte da mal ein Spiel gucken. Würde ich gerne machen. Das ist eins der wenigen Stadien, die ich auch mal besuchen möchte wieder. Gerne mal. Also was heißt wieder? Möchte ich gerne mal. So. Er hält den Ball von Sauri, der Asaui. Flankt präzise auf Düker. Und der köpft hoch in die Ecke. Komm schon. Aber der ist drin. 6. Minute, 1:0 Düker. Das wollte ich sehen wieder. Nice. Da wurde wieder jemand gedükert, Jungs. Hashtag, wir dükern heute eine Runde. Nein, Quatsch. Aber hier der Gegenzug. 8. Minute. Scheiße. Sehr gute Schussmöglichkeit für Niederlechner. Der Ball ist so umplatziert. Jawohl, Müller. Jawohl, Junge. So darf man das nicht hergeben, so schnell, ja. Klares Foul von Rausch. Gelbe Karte. Rausch steht ja im Wechsel, in Wirklichkeit hier zu Dynamo Moskau, weil er gerne noch Chancen auf die anstehende Weltmeisterschaft hat, ne? Habe ich da gelesen. Mal gucken, Grondal. Na, macht er da was? Okay. Das ist ein guter Spieler, meiner Meinung nach, der Rausch. Aber der hat wohl ein Problem, dass wieder... Ja. Wohl nicht mehr erste Wahl ist, ne? Wenn überhaupt... Ich kenne mich da nicht so aus bei Köln. Ich weiß nur, dass sie jetzt einen super Spieler sich, glaube ich, an Land gezogen haben. Cucciello oder Cucciello, wie der heißt. Ich weiß auch gar nicht... Ach, was erzähle ich da eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand gerade. So, Düker wird hier zu Boden ge... Oh, shit, was macht er? Der pfeift. Strafstoß für uns! Ja, guck mal! Wer schießt den denn überhaupt? Da können wir zum 2:0 hier erhöhen. Wer macht das? Düker! Ja, Mann, 2:0! Was ein Stürmer, Jungs. Endlich mal wieder jemand, der trifft, ey. 5. Saisontor Julius Düker. Und die Düker-Power geht einfach weiter. Sehr geil. Ecke von rechts, Marcel Risse. Nastasic gewinnt das Kopfballduell im Zentrum. Noch eine Ecke für uns nicht, für Köln. Freunde der Sonne, hör mal. Das ist doch schön. Ecke von links jetzt, schwieriger Kopfball von Marot. Müller geht auf Nummer sicher. Und noch eine Ecke. Marot müsste der Dienstälteste sein. Einer der Dienstältesten in der Bundesliga hier. Gerade. Ja, Müller klärt. Doch etwas zu kurz. Oh oh. Ja. Niederlechner haut seinen Ball da rein. Fehler von unserem Jungster. Schön.
Wenn der Trömmelsche geht, oder wie das heißt, ne? Ja, ja. Aber nicht bei uns, bitte. Nächste Chance für Köln. Risse mit der schönen Flanke von rechts. Sherwood attackiert Müller, geht zu Boden. Hat den Ball aber dennoch. Wow. Martin Malembana. Wo habt ihr den denn ausgegraben? Aus... Was für ein Örtchen, ey. Malembana. 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 Lalalala. Also jetzt müssen wir aufpassen. Da wir das Tor ja kassiert haben, darf man sich jetzt nicht wieder... Naja, ich sag's ja immer so schön, zurückdrängen lassen. Punkte sind wichtig für uns. Wow. Hast du das nötig, Risse? Hast du das nötig, Junge? So ein talentierter Spieler. Mein Gott. Ja, die erste Halbzeit war einfach geil. Doppelpack Düker. Wir führen. Und das muss einfach so bleiben. So. So haben wir uns das vorgestellt. So gehen wir in die nächste Halbzeit rein. Da war ich gar nicht viel. Nö. Da möchte ich nicht viel machen. So. Michael Kilker wird sich eine solche Leistung seiner Mannschaft nicht noch einmal ansehen. Ja. Das muss wohl so laut gewesen sein. Die haben auch direkt die Chance. Scharfe Reingabe von Rausch. Etwas zu nah vors Tor gezogen. Müller ist aber da. Da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir dranbleiben, Jungs. Konzentration. Klares Foul von Sauri im Strafraum. Es gibt Elfmeter. Ja, geil. Und Otero, das Pokémon, wird gefoult. Oder ist das nicht anders? Otero? Komm, Müller, ey. Du bist doch Elfmeterkiller. Scheiße, ey. Bobby Sherwood läuft an. Tor. Okay, okay. Ah, da führst du und gibst die Führung wieder her, ey. Unfassbar, Bundesliga, unfassbar. Was machst du da? Ohne Videobeweis. Meine Güte, ey. So schön geführt. Azoui lauert. Und er wird wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Aber das ist eine richtig geile, hochprozentige Chance gewesen, oder? Das ist geil, oder? Das Schiedsrichtergespann ist für den Arsch. Ja, die Fans singen Viva Colonia. Das dürfte doch aussprechen, oder nicht? Meine Güte, geht drauf, Jungs. Lasst euch das nicht bieten von den Kölnern. Mann. Ja, Remy Walter, warum machst du das auch? Remy Walter. So. Komm, bringen wir mal Konaté jetzt noch rein. Ich bin ein super starken Düker heute. Wechseln wir mal hier den Stürmer aus. Ach, guck mal, ein alter Ziehsohn von mir kommt rein. Zeno Lahu. Cool. 68. So, Stefaniak ist schneller als ein Kontra, spitzt die Kugel vors Tor. Nordbeck rettet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegen. Da fahren wir sogar auf Platz 6 runter. Naja, so ist das. Na? Konaté, komm! Köpft aus 7 Metern? Och Mann, Junge! Das hat sich angehört, als ob ein Tor gefallen ist. Wie die gejubelt haben. Aber das muss wohl woanders gewesen sein. Das muss wohl woanders gewesen sein. Gut, bringen wir nochmal Bittencourt rein. In den letzten Minuten hier. Und auch noch Felix Klaus. Stärken wir die Außen nochmal. Komm, mach mal schneller hier. Und dann geht nochmal Druff da. Ich denke irgendwie, da geht noch was. Irgendwie denke ich das noch. Ich habe jetzt die komplette Offensive da ausgewechselt. Alles frische Männer. Sololauf von Navodka durch die Kölner Abwehr. Maro kann zunächst klären. Doch der Ball kommt wieder zurück zu Navodka und... Ja, der macht das 3-2. So möchte ich das, Mann. Polenpower hier.
Pullenpower beim Krauer, ey. Es waren mal drei, jetzt ist es nur noch einer. Ein starker Mann da vorne. Ja? Gronal muss raus. Leistenzerrung. Scheiße. Hoffentlich, bleiben jetzt alle locker. Und da passiert nichts mehr, dass Köln nochmal sagt, ja, ja, hier sind wir. Nein, nein, es ist vorbei. 3-2-Sieg. Geil. Perfekt. Ja, das war ein Spiel für Fußballgummis. Mega geil. Sauber. Düker Doppelpack. Na, Wodka trifft. Super. So, Platz 4. Wir sind wieder da. Sehr schön. Gut. Bayern nur auf 6. 6-0-Sieg für den HSV im Derby. Gegen Bremen. Alter, was ist das denn? Boah, was ist mit Bremen denn los? Krass. Das ist heftig. Mainz verliert die 4-3 gegen Dortmund. Das war auch so ein Spiel für Gummis. Ne? Alles klar, Statistiken. Der Düker war ja herausragend, muss man einfach sagen. Leider nicht dabei hier. Guck mal, die Stürmer, wie die hier treffen. Und unser, der ist auch im Kommen jetzt. Teamleistung, beste Spieler. Düker jetzt auf Platz 9. Mal gucken. Sensation, Baumgartel, Düker, Verstärkung. Guter Griff, Azaoui und Stefaniak. Mitläufer Konate und Maia. Und einen Flop haben wir bestimmt auch. Das ist Dekalia, ist auch verständlich, ne? Gut, nächstes Spiel dann gegen Schalke. Im Pokal. Eieiei. Oder, ja, das ist auch so eine Sache, wo man sich auch gerne mal in den Schrank einschließen möchte und morgen erst wieder rauskommen. Ja, zwei Wochenende für ihn hier. Verpasst damit beide Spiele. Kacke, das ist eine Demütigung. Baumgartel kommt gut zurecht, ein Punkt. Düker auch. Sehr geil. So, Busam ist verletzt. 10 Wochen, ja geil. Und der Scout kehrt zurück hier. So, zweite Mannschaft spielt. 1-0 Niederlage. Joik fällt aus. Jugendmannschaft vor Topspiel. Und guckt euch das mal an. Boah. Zweimal Schalke. Zweimal. Locker bleiben. Nicht immer den Teufel an die Wand malen. Hier muss Maia rein. So. Also wir haben hier jetzt erstmal das so geregelt. Gerade. Aber. Ach nein. Stimmt ja. Das wäre jetzt seine Chance gewesen. Das wäre jetzt Marlons Chance gewesen. Scheiße. Das, also tut mir leid, das für den Ausdruck, aber das ist jetzt wirklich Kacke für ihn. Der hätte jetzt richtig geile Spiele haben können, der Marlon, aber leider ist er ja der Verletzer Marlon, das kennen wir ja aus anderen Videos, ne? Nein, der bleibt. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen zu verhandeln, Mann! Das hat jetzt keiner gesehen. Gut, also ich würde sagen, ah, wir sind wieder zurückgekommen hier. Sieg gegen Köln, geil. Jetzt erstmal Pokal gegen Schalke. Sieht's denn da aus? 30. ist dann das Ligaspiel. Können wir das nicht verschieben? Ne, können wir natürlich wieder nicht. Kacke. Aber das hier vielleicht? Auch nicht. Kannst du also nicht? Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder gegen Schalke im Pokal. Haut da rein, macht's gut. Ich wünsche euch was. Tschüsschen.